Frau, habe ich das richtig verstanden? Anton? Ja, das haben Sie richtig verstanden. Wer spricht denn dort? Ja, hallo, ich habe das Fahrrad von Ihrem Sohn gefunden. Was? Wo? Ist das passiert? Ich glaube nicht. Wieso haben Sie denn das Fahrrad gefunden? Wurde es geklaut? Das weiß ich nicht, Frau Anton. Es lag in der Hecke auf dem Schulhof der Hermann-Gerdes-Schule. Wer spricht denn dort, es bitte? Es war nicht abgeschlossen. Hinten im Täschchen stand dann Ihre Telefonnummer und ein bisschen Werkzeug. Das habe ich rausgenommen. Und Sie haben das nun mitgenommen? Wenn es ein kleines blaues Rad ist, dann ist es von uns. Wo kann ich es denn abholen? Und wenn es recht ist, bringe ich es gerne vorbei. Nein. Wissen Sie, das ist meinem Mann sicher nicht recht. Ich hole es lieber bei Ihnen ab. Also, bevor ich Sie noch in Schwierigkeiten bringe, ich gehe gleich zur U-Bahn und stelle es dann an der Haltestelle ab. Ich habe da so ein altes Zahlenschloss. Die Nummer ist 1235, glaube ich. Machen Sie das Schloss einfach um die Laterne. Ich nehme es heute Abend wieder mit. Das ist wirklich lieb von Ihnen, aber ich muss nun gleich mal in der Schule anrufen. Die Nummer von dem Schloss war? 2357. 2357, haben Sie, vielen Dank. Ja, Halk, an welcher Haltestelle denn? Ja, am Hauptfriedhof halt. Ach, das ist ja ganz in unserer Nähe. Ich muss jetzt aber los, viel Spaß mit dem Rad und sagen Sie Ihrem Sprösslinger, er soll in Zukunft besser darauf aufpassen. Haben Sie vielen Dank, ich werde es Ihnen sagen, eine gute Zeit noch. Ja, auf bald. We'll be right back.
Marianne Anton? Guten Tag, Frau Anton. Sind Sie der Finder von unserem Fahrrad? Ja, genau. Wo hatten Sie das Fahrrad denn abgestellt? Gar nicht. Tut mir leid, ich habe das kleine rote Schloss nicht gefunden. Dann war es eh schon zu spät und ich bin direkt zur Arbeit. Mein Mann könnte es heute Abend mit dem Wagen abholen. Er bringt gerade nur Flaschen weg. Das klappt heute nicht. Ich muss meins noch zur Reparatur Mama, bringen. Mama, wann geht's essen? Aber morgen geht's? Ja, morgen sind die Karten wieder neu gemischt. Ich könnte es mitschieben und wir treffen uns am Fahrradladen. Heute? Ja, wenn das meins geht. Meins ist leicht und mit der anderen Hand schiebe ich dann das von Ihrem Sohn. Ich weiß nicht. Lassen Sie uns das lieber morgen machen. Nee, das ist wirklich kein Problem. Das sind 5 Minuten Fußweg für mich. Dann bin ich das Ding los. Das ist der bei der Schwarzburgstraße. Ich kenne den Inhaber, der ist nett. Der passt sicher auf das Rad auf. Das ist aber nett. Dann holen wir es dort ab. Verraten Sie mir nun noch Ihren Namen? Mama! Also gut, Marianne, du kannst mich Dieter nennen. Also dann, Dieter. Haben Sie vielen Dank. Haben Sie denn schon mit Ihrem Sohn gesprochen? Ja, er zeigt sich einsichtig. Haben Sie vielen Dank. Das ist gut, also dann. Ach, noch mal. Dank nochmals und ich haben noch Sie... einen schwarzen Fahrradhelm, der ist fast neu. Soll ich den beitun? Nein, danke. Jens hat schon seinen eigenen Helm. Okay, okay. Ich wollte nur nett sein. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Wer war am Telefon? Das Jugendferkel betritt den unbekümmert Wald. Gleich hinter der ersten Esche kauert ein Hungerschatten. Hinter dem Rücken der Jugendbeute blitzt ein steiler Zahn. Gierig springt dieser auf und ein weiterer Zahn erscheint auf dem Spielfeld. Mehr Zähne erscheinen unten im Bild. Er aber folgt dem Anus. Naiv entkommt das Jugendferkel mit einem beherzten Sprung. Vorerst hat der alte Zahn das Nachsehen. Sich von oben herab. Doch eine Anus-Explosion verhindert die Beute. Ein toter, aber hohler Baumstamm kommt zu Hilfe. Das Beutieren der Kreatur bleibt aus. Ein 5-Pence-Stück für eine Handvoll Scheiße? Was willst du? Ein 5-Pence-Stück für eine Handvoll Scheiße? Natürlich nicht. So verboten wie jetzt war das. Im Schlick lauert Zwinker Günther Schlangendieter, der Freund des Spinnenmanns. Jetzt aber ist das Jugendferkel umzingelt und wird sich bewusst, was war. Doch schon erschallt ein Horn. Es mischt sich ein, der Mensch. Zuerst verdutzt. Doch dann mit Plan. Verspeisen Sie am Abend zusammen Homo sapiens. So, hallo Kleine. Ich gebe dir einen vierten Penny für ein paar Blümchen. Ja, dann nimm. Danke. Und ab. Ich bin dir auf den Maul gefallen. Ein Fresser weniger. Marianne Anton? Hallo Marianne, hier ist der Dieter. Sie haben das Fahrrad von Jens immer noch?
Ich könnte jetzt gleich vorbeikommen und es abholen. Sorry, ich rufe von der Klinik an. Ich lag 12 Stunden bewusstlos auf der Intensiv. Aber heute geht es schon besser. Ich bin gerade raus, um eine zu rauchen. Sie Armer, was ist denn passiert? Als ich mit den beiden Rädern über den Öderweg wollte, hat sich der Schlauch von Ihrem Rad abgelöst. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie könnten die Räder bei der Polizei abholen. Ich weiß aber nicht, was alles kaputt gegangen ist. Der BMW auf jeden Fall hat es nicht überlebt. Totalschaden, hat der Beamte zu mir gesagt. Und ich hatte Glück, dass ich nur seitlich erwischt wurde. Die Räder sind aber ordentlich rumgeflogen. Das ist auch das Letzte, was ich gesehen habe. Das Fahrrad von Ihrem Sohn knallt auf seine Scheibe und sein dummes Gesicht dahinter. Sind Sie arg verletzt? Bei welcher Polizei soll ich die Räder denn abholen? Ich glaube, der Beamte hat... aber am besten, ach nix. In welcher Klinik liegen Sie denn? Schau, Marianne, mir brummt der Kopf. Warum willst du denn das alles wissen? Nein, tut mir leid, ich mache mir nur Sorgen um Sie. Sorgen? Du kennst mich doch gar nicht. Ich habe schon genug Ärger mit eurem Rad gehabt. Ach übrigens, habt ihr eine Haftpflicht? Ja, wieso? Ach, ich ruf dich gleich. Wendelin, was machst du denn da mit dem Rüssel? Sag mal, was soll der Scheiß? Ich bin hier gerade am Telefonieren und du spielst mit dem Rüssel rum? Sag mal, spinnst du? Thank you.
Anton, Anton? Hallo? Wer ist da? Jens Anton? Hallo Jens, ach, das ist ja gut, dass ich dich gerade dran habe.
Wie kommst du denn gerade zur Schule? Mit der S-Bahn. Sag mal, Jens, sollen wir uns gleich treffen? Ich habe dein Fahrrad gefunden und bring dir das gleich vorbei. Ja. Komm einfach runter vors Haus, ich bin gleich da. Ja, aber ich dachte, das ist weg. Jens, ist das der Papa? Ja, ich bin dein Papa. Hä, was? Mama, es ist der Unfallmann, der mein Rad gefunden hat. Jens, das war aber nicht nett von dir. Sind Sie das schon wieder, Dieter? Ich habe mir das Fahrrad angeschaut. Es ist völlig verbeult. Hallo? Ja? Ich habe bei der Polizei angerufen. Die konnten mir nicht weiterhelfen. Die meinten, dass sie sich vielleicht einen Spaß mit uns erlauben. Drei kaputte Rippen und zwei Platten weiter, hä? Ich möchte, dass Sie hier nicht mehr anrufen. Aha, ich verstehe. Sie wollen sich also ganz elegant aus der Affäre ziehen. Da wäre nur noch die Sache mit der Haftpflicht. Wir haben uns bei der Versicherung erkundigt. Die meinten, das müssten Sie über Ihre Haftpflicht klären. Unsere ist nicht zuständig. Das sehe ich aber anders. Ich würde das gerne selber mit eurer Haftpflicht besprechen. Gehen Sie bitte zuerst einmal zu Ihrer Versicherung. Die kann sich dann gerne bei unserer melden. Alles klar. Ihr wollt mich ganz unelegant vorführen. Aber ich sag dir mal, was ich kenne, solche Weiber. Das ist dir schon klar? Wenn Sie noch einmal hier anrufen, gehe ich zur Polizei. Thank you.
Marianne Anton? Hallo, wer spricht dort? Entschuldigung, hier ist der Dieter. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen mir nicht mehr anrufen. Ich dachte, Sie hätten das verstanden. Naja, es ist nun 3 Wochen her. Ich dachte, Sie haben sich bestimmt beruhigt. Ich mich beruhigen? Warum sollte ich? Ich hatte Ihnen eine ganz klare Ansage gemacht. Ja, das weiß ich. Das tut mir auch leid. Was tut Ihnen leid? Das mit der Ansage. Wollen Sie sich bei uns entschuldigen? Sie haben ja recht. Das mit der Haftpflicht war eine blöde Idee. Aber mein Freund hat mir dazu geraten. Abends in der Kneipe. Ich wäre nie auf diese blöde Idee gekommen. Er wollte halt halbe machen. So ein Blödmann. Na gut, ich hoffe, Sie haben daraus was gelernt. Und gut nun, Entschuldigung angenommen. Ach ja, übrigens ist Jens bei mir. Jens ist doch in der Schule. Wieso sollte er bei Ihnen sein? Wir kennen Sie doch gar nicht. Ist das wieder so ein Spielchen von Ihnen? Das ist nicht lustig. Ich rufe nun die Polizei. Ja genau, Spielchen. Das machen wir hier. Nicht wahr, Jens? Ja, Jens, mach das einfach. Keine Angst. Das geht nicht. Jens, ich möchte sofort mit Jens sprechen. Lassen Sie die Finger von meinem Jungen. Kann ich jetzt gehen? Was wollen Sie? Geben Sie mir meinen Jungen. Ich? Etwas wollen? Wie kommst du darauf? Wieso? Das macht man keine Scherze. Der Jens ist doch noch ein kleiner Junge. Da kann doch keiner Fliege etwas tun. Wieso machen Sie aber das? Aber ich habe doch sein Fahrrad kaputt gemacht. Das muss ich doch in Ordnung bringen. Mach dir keine Sorgen, Marianne. Der Jens ist bei mir in besten Händen. Wir reparieren nun zuerst mal sein Fahrrad zusammen. Vor dem Abendessen ist er wieder zu Hause. Nein, das erlaube ich nicht. Ich möchte sofort mit meinem Sohn sprechen. Du bist ein schlechtes Opfer. Rassel, 8.6. Mutmaßliche Entführung nur ein schlechter Scherz. Während weltweit die Menschen um die Opfer der Anschläge von Eschede trauern, hat sich in Kassel ein Mann einen üblen Scherz erlaubt. Seit längerem wird eine Kasseler Familie von einem unbekannten Anrufer belästigt. Am Dienstag kam es dann für die Mutter zu einem dramatischen Ereignis. Der Anrufer, der sich selbst als Dieter bezeichnete, rief gegen 9.45 Uhr bei der Mutter an und behauptete, er hätte ihren Sohn entführt. Die Frau verständigte darauf die Polizei. Der Sohn war aber zu dieser Zeit wohlbehalten in der Schule. Thank you.
Günther, bleib noch hier. Hallo, Wendelin, lange nicht gesehen. Zum Kreativen. Machen wir sofort klar, dass du das mit der Frau machst. Ich hab dein Geschwätz nur noch im Ohr. Schön für dich, Wendelin, aber ich muss gerade auf den Bus. Warte, Dieter, ich hab da noch was für dich. Ist das eine Schlange? Kriegt weiter, denn die Schlange 2 Meter im Kopf.